insgesamt 1500 Menschen mobilisiert. Dabei sind die Freien Pfälzer ganz klar rechtsradikal. Viele der Akteure haben in ihren Profilen Dutzende von NPD-Freundschaften. Sie werben dort für das Deutsche Reich oder teilen Steckbriefe, auf denen Mitglieder der Regierung als Verbrecher ausgeschrieben sind. Entgegen ihrer Inszenierung von Frieden und Liebe sind viele dieser Märsche nicht friedlich gewesen und es kam zu zahlreichen Vorfällen mit Körperverletzungen und Beleidigungen, gerade auch in Idar-Oberstein, wo die AfD-Bundestagsabgeordnete Höchst an den Protesten teilnahm. In Frankenthal beispielsweise wurde von einer AfD-Stadträtin der Hitler groß gezeigt. Sogar der Verfassungsschutz wurde dieses Mal sehr früh aufmerksam, weil die Freien Pfälzer auch für eine Wehrsportgruppe eingeladen hatten. Die Corona-Leugner-Demos stärken deswegen die extreme Rechte und von ihnen geht auch eine Einschüchterung aus. Das zeigen uns jüngste Ereignisse. Zum Beispiel die Schläge eines AfDlers beim Kreistag in Mutterstadt gegen den Bürgermeister, als der Hygienemaßnahmen anordnete. Oder die Drohungen im hessischen Erbach gegen den Bürgermeister, weil dieser ein Café schloss, das sich nicht an die Hygieneauflagen gehalten hatte. Und natürlich der schreckliche Mord an dem Tankwart in Idar-Oberstein. Es gibt viele weitere Ereignisse, die es nicht bis in die Nachrichten geschafft haben. Das alles sind aber jetzt schon Ereignisse, die uns beunruhigen müssen, obwohl die Demos hier noch relativ klein sind. In Sachsen können wir sehen, was kommt, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Nämlich Montag für Montag viele rechte Umzüge, in dem Zusammenhang der Fackel- und Trommelaufzug im Stil der Nationalsozialisten und Morddrohungen bis hin gegen den Ministerpräsident. Wenn wir es zulassen und uns nicht wehren, werden wir auch bald wieder Szenen sehen wie im Sommer 2020, als aus einer Corona-Leugner-Demo in Berlin mit 40.000 Teilnehmern ein Sturm auf den Reichstag versucht wurde, oder wie in den USA, als das Kapitol von Trump-Anhängern gestürmt wurde. Deswegen ist es richtig, kein Verständnis für diese Proteste zu haben und jetzt dagegen zu stehen. Und wir haben auch kein Verständnis dafür, dass die Behörden diese rechten, unerlaubten Demonstrationen, von denen Aggressionen und Bedrohungen ausgehen und die gegen die Hygieneauflagen verstoßen, gewähren lassen. Dadurch haben sich die Freien Sachsen ermuntern lassen und sie sind immer mehr geworden. Erst nach dem Aufschrei der Empörung sind die Behörden kurzzeitig etwas aktiver geworden. Doch auch jetzt vertreten sie keine durchgängig konsequente Haltung, wie die Erlaubnis der Demo in Pirmasens gerade zeigt. Deshalb brauchen wir den Protest gegen diese Corona-Leugner-Demonstration. Nur damit können wir diesen weiteren Ansturm der Rechten abwehren. Unser Protest ist die beste Gewähr, dass diese rechten Umtriebe gestoppt werden. Deshalb möchten wir uns bei allen bedanken, die heute hier waren und die teilgenommen haben.